Dominik am Freitag als Neuzugang vorgestellt, heute das erste Spiel gemacht, zur zweiten Halbzeit reingekommen und gleich ein ganz, ganz wichtiges Tor erzielt. Das ist wohl das, was man landläufig einen Einstand nach Maß nennt. Ich bin überglücklich natürlich, dass gleich bei meinem Debüt, dass ich gleich der Mannschaft helfen konnte mit einem Tor, aber noch viel glücklicher und wichtiger war, dass wir dieses Spiel gedreht haben und uns diese 3 Punkte geholt haben. Wie hast du diese unglaubliche Moral heute empfunden? Die Mannschaft geht natürlich in einigen Bereichen aufgrund des kleinen Kaders derzeit, der zur Verfügung steht, nur ein bisschen natürlich auch am Zahnfleisch. Und wenn man dann nach 0-2, 4-2 wiederkommt, das ist schon bemerkenswert. Ja, das war ein Sieg der Moral, aber als man in der zweiten Halbzeit, also aus meiner Sicht jetzt am Platz gestanden ist, dann war uns irgendwie, oder mir war zumindest klar, dass wir das noch schaffen können, dass wir das Spiel noch drehen können. Und ich bin sehr, sehr glücklich und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das dann so umgesetzt haben. Rolf Landler, den kennst du auch und ehrlich auch, er hat gesagt, nach dir würden sich viele Drittligisten die Finger lecken. Wie hast du die dritte Liga von außen sozusagen wahrgenommen? Was ist das für eine Liga für dich? In Österreich nehmen wir die dritte Liga sehr wahr. Ich habe zum Beispiel immer mit meiner Familie die Sportschau geguckt, von der dritten, zweiten, ersten Liga, alle Spiele. Und natürlich verfolgt man das. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich hier bin. Und überglücklich, dass der Einstand so gut geglückt ist. Du sprichst das Hiersein an. Du hast es ja schon vorab gesagt. Seit der U13 warst du, glaube ich, bei Austria Wien. U8 sogar, Verzeihung. Und wie ist das dann jetzt für dich, bei einem neuen Verein zu sein und dann auch noch im Ausland? Du hast ja gesagt, im Ausland mal zu spielen wäre ein Ziel und ein Traum gleichermaßen. Genau, das war immer mein Ziel und mein Traum. Und wie gesagt, ich bin extrem dankbar und glücklich für diese Chance hier. Bin sehr froh, hier zu sein. Und es war jetzt ein guter Start und jetzt heißt es als Team und auch ich persönlich weiter hart zu arbeiten, damit wir unsere Ziele erreichen können. Du sprichst den guten Start an. Ganz, ganz wichtig für einen guten Start ist natürlich auch, wie man mit den Mitspielern klarkommt, wie man aufgenommen wird. Du hast schon gesagt, dass du Michael Niemeyer aus einer gemeinsamen Reha sozusagen kennst. Wie waren sonst die ersten Tage beim SVW für dich? Ja, sehr leicht, sehr leicht. Die Mannschaft und das ganze Betreuerteam, das ganze Umfeld hat es mir sehr leicht gemacht. Ich fühle mich hier sehr wohl und das nach einer so kurzen Zeit ist schon wirklich bemerkenswert. Von dem her ist mir echt leicht gefallen, mich in die Mannschaft einzufügen, weil sie auf mich zugegangen sind. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und dieses erste Spiel für den SVW wirst du so schnell noch nicht vergessen? Ganz sicher nicht. Dankeschön. Danke.